Okay, begeben wir uns mal da rein. Die Zeit der Prophezeiung ist gekommen, Ritter. Lilith flieht durch das Tor zur Hölle. Ich werde sie in dieser Jauchegrube, die sie Heimat nennt, töten und den Weg zu den Himmeln öffnen. Alles fügt sich. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Ihr, die ihr heute im Kampf sterbt, sterbt himmelwärts. Versammelt die Truppen beim Palast. Wir marschieren auf die Hölle. Und danach? Wie ist euer Plan? Ah, die Horatre. Ihr jagt immer den Schlachten eurer Meister nach. Aber die Engel brauchen euch nicht. Der Steindorn. Und wir brauchen die verdammten Engel nicht. Solche Anmaßung. Ihr prahlt mit einem Fragment dessen, was dies einmal war. Der Wildstein. Beschmutzt von den Händen von Narren. Lilith stirbt durch meine Klinge. So wurde es prophezeit. So wie vorher. Das ändert nichts. Dann mal weiter, ja? Könnt ihr sagen, das würde nichts ändern? Unser einziger potenzieller Verbündeter ist gerade mit unserer einzigen Waffe davongelaufen. Was habt ihr jetzt vor? Lilith aufhalten. Egal, was dafür nötig ist. Die Narren sind verrückt vor Stolz. Wir können uns nicht auf ihn verlassen. Mit Stein oder ohne. Es gibt jemanden, der eine Chance gegen Lilith hat. Ich hab Astaroth Dari Position. Wenn wir diesen Stein nicht finden können, seid ihr die beste Waffe, die wir haben. Mann, ey. Ich will das nicht, ich will das Legendäre. So. Donan, ihr seid zu uns zurückgekehrt. Und nicht allein. Gesegnet sei das Licht. Gemeinsam wird uns der Vater erlösen. Er hat unseren Seelenstein an sich gerissen. Sein ist der Wille des Lichts. Glaubt ihr das immer noch? Wie könnt ihr an uns zweifeln? Nach allem, was wir für euch und Jorin getan haben. Zumindest muss er euch nicht so sehen. Bleibt zurück, Brüder. Sünde hat Konsequenzen. Ich vertraue auf die Rechtschaffenheit des Vaters. Wir wollen Lilith aufhalten. Genau wie ihr. Unglaublich.
Inarius erwartet uns am Schlund der Hölle. Unnötig. Der Vater wird sich um Lilith kümmern. Aber eure Armee, euer Volk, sie brauchen Hilfe. Was? Die brauchen wir auch. Gemeinsam sind wir schneller. Lorat, die Stimme der Vernunft. Ein seltenes Vergnügen. Sehr wohl. Ihr dürft uns zum Tor begleiten. Hört, Ritter! Der Tag der Prophezeiung ist da! Der Vater wird Lilith in der Hölle töten und seine Gläubigen in den Himmel erheben! Zum Palast! Na dann, auf zum Palast. Mit einer ganzen Armee. Schau mich mal hier oben um. Ach, die gehen erst weiter, wenn ich weitergehe. Aha. Sollte vielleicht nicht genau im Feuer stehen. Okay, dann gehen wir halt eben auf Distance. Hahaha. Ha, ha.
Ziel. Für den Moment. Da über dem Tor sieht wie eine Winde aus. Ich kümmere mich drum. Spannung verloren. Sie muss gerissen sein. Ich muss einen anderen Weg in den Palast finden. Oha. Wie soll ich da hinkommen? Seh nix. Okay, da kommen anscheinend immer wieder neue. Alter, warum verliere ich so viel Energie? Wo ist das Vieh? Yeah.
Oha. Alter, sammel die Dinge doch mal auf. Das ist ja gar nicht cool hier. Und hier unten sehe ich nichts. Alter. Ach, hier sind so Larvendinger oder was? Hilfe! Alter! Das wird ja wieder lustig hier. Alter! Mach doch mal hin, ey! Ich sehe nichts. Wer soll ich die Dinger jetzt zerstören? Hallo, was ist denn das? Ja, genau. Unnütz. Ich hab Mist hier. Alter, erst? Ey! Jo, genau du! Ich häng ja laufend fest! Ja! Ich kann nichts machen. Keine Chance, du. Jo, das war's. Ja, wie soll ich denn? Alter! Weißt du, ich häng andauernd irgendwo fest, ey, das gibt's doch nicht. Boah, ist doch noch die Verbindung unterbrochen. Was ist jetzt? Oh. Toll. Nee, war gar nicht unterbrochen, hab nur einen falschen Knopf gedrückt. Ha! So. Wir hauen jetzt einfach mal den ganzen Kram hier irgendwo rein. So. Das, vielleicht macht mich das ja ein bisschen stärker irgendwie. So. Das ist so uncool, dass ich hier nichts sehe. Ohne Witz. Wie ich Energie verliere, ey. So unglaublich. Woran hänge ich denn hier fest? Guck mal, da ist doch nichts im Weg, ey.
einfach voll Damage drauf. Ja. Geht doch. Der erwähnte geringe Übel neben Andariel. Könnte dieses Ding eines gewesen sein? Die Huradrim sollten im Palast sein, falls sie es geschafft haben. Sei Dank, ihr seid hier. Ich habe sie überzeugt, nicht ohne euch zu gehen. Bei Prava die Fassung behalten sollen. Ich weiß. Aber ihr hättet den Stein auch nicht wegwerfen sollen. Wir haben ein Ziel. Mephisto haust in der Kathedrale des Hasses. Jenseits des Flammenmeers. Im Reich von Astaroth. Ich wette, darum hat Lilith ihn ins Cosglen befreit. Dort werden wir sie finden. Und was dann? Wir haben den Stein nicht. Es reicht, Donen! Dann liegt es an mir, sie aufzuhalten. Richtig? Mhm. So, ich mache hier mal gerade einen Cut und dann tue ich mal gerade Sachen verkaufen. So, dann machen wir mal weiter hier. Ihr bedrängt mich damit und das ständig. Könnt ihr es einmal sein lassen? Es geht nicht darum, euch zu bedrängen, sondern... Das reicht. Ihr seid doch sonst beide so klug. Sonst? Heute nicht. Ja, der Stein ist weg. Lasst uns etwas dagegen tun, statt uns zu streiten. Wenn Inarius ihn hat, holen wir ihn uns zurück. Das ist die einzige Möglichkeit, Liliths Niederlage zu garantieren. Nein, nicht Lilith. Damit liegt ihr ganz falsch. Der Stein sollte für Mephisto aufgehoben werden. Ihren Schöpfer. Das große Übel. Ihr kennt seine Macht der Manipulation. Sein Hass hat uns bereits vergiftet. Sogar Lilith fürchtet ihn. Wieso tut ihr das nicht? Seid ihr fertig? Nun, was habt ihr gesehen? Ob wir nun euch oder den Stein verwenden, wir müssen sie aufhalten. Wir folgen ihr in den Hass selbst. Er wird unsere Herzen noch mehr verbittern, uns gegeneinander aufhetzen. Erinnern wir uns daran, warum wir hier sind. Gemeinsam. Aber da gehe ich jetzt noch nicht rein. Das schauen wir uns im nächsten Part an.